So, guten Morgen alle. Ihr könnt mich nicht sehen. Ich sitze hier neben der Kamera und hinter einer Flasche. aber willkommen zu unserer Session. Wir fangen gleich an. Bitte auch, wenn ihr es machen könntet, in unser Concept Board gehen. Und wir teilen gerade das Link im Slack. Und schon geteilt. Weil wir werden alles heute in diese Concept Board machen. Das ist das Ziel. Genau, das steht für uns hier im Raum auch. Also alle, die ein Notebook haben. Ah, okay, ja, ich sehe. Ist das schon zu gut? Das kann ich nicht. Das ist alles so bleibend. Habe ich extra hier so ein Gadget, ja? So ein echtes Starboard-Gadget, aber eine Flasche kriegt man nicht mehr auf. Jetzt sind irgendwie Hintergrundgeräusche und man versteht euch gar nicht so gut. Weil wir zwei Mikrofons ganz vorne haben und ja, könnt ihr nicht hören, wenn ich rede. Einfach Daumen hoch oder. Katharina, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich jetzt hören. Okay. Super. Das sollte man ja keiner was geben. Also das ist jetzt der Die online sehen, könnt ihr Magnus sehen, wenn er rumläuft? Unsere Welt hier ist sehr klein. Ich weiß nicht, wie der sichtbar alle sehen. Also für mich stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, wenn jeder selber aufs Conceptboard geht und wir dafür im großen Bildschirm euch sehen können. Weil jetzt habe ich hier das große Conceptboard und euch sehe ich da nur als kleines Bild unten. Ich weiß nicht, wie die anderen das, die online dabei sind, finden. Das ist gut, aber ich würde erst nochmal für alle den QR-Code zeigen und würde den dann abgeben. Ja? Machen wir das okay. So? Erst mal kurz zeigen und dann alle sozusagen, ja, weiß man, wenn tatsächlich den Notebook. Dann könnt ihr direkt ja auch da auf folgen, dann kann ich da helfen. Okay. Also, ich würde euch bitten, das kann ja nicht keiner lesen hier, dass ihr auf community.link/loscon22 oder den Link auf dem Conceptboard oder den QR-Code nutzt, dass ihr sozusagen auf das Conceptboard kommt. Das findet ihr jetzt hier unter unserem Bereich auf dem großen Board. Wenn ich jetzt hier F11 drücke, müsste ich dann da hinkommen. Das heißt, ihr solltet auf diesem Board landen. Das sieht schon mal gut aus. Und dann mache ich jetzt hier die Live-Moderation an. Das heißt, also alle, die jetzt auf dem Board sind, folgen mir, dann kannst du das im Grunde genommen auch wieder abgeben. Achso, oder ich teile jetzt einfach gar nicht, weil wenn ich nicht mehr teile, ist es auch gut, oder? Für Online-Teilnehmer okay, wenn ich nicht teile, oder? Dann sehen wir mich ja. Anne, kannst du bitte dein Mikrofon ausschalten, wenn du nicht sprichst? Und es geht wahrscheinlich für die Kaffee nach vorne. Okay, dann beginnen wir jetzt, weil wir wollen ja auch 20 Minuten schon nach, dass wir sozusagen gut durchkommen. Also ich habe jetzt mein Bildschirm nicht mehr geteilt. Wenn irgendjemand sagt, ich weiß nicht, wo du bist, Magnus, dann schreib kurz auf. Ansonsten, wenn ihr auf dem Board seid, müsstet ihr mal das sehen, was ich auch sehe. Magnus, ganz kurz, du bist im Video, da sehen wir deinen Bauch und den Würfel, aber dein Gesicht nicht.
Schöner Bauch tut es auch, ja. Besser? Jetzt. Dann muss ich, doch jetzt wieder. Das ist dann gut. Okay, also wir werden heute sozusagen mal live das durchspielen, was digitale Zusammenarbeit ist. Und wir haben das ja wirklich als Circle-Prinzip uns überlegt. Das heißt, wir wollen uns wirklich im Circle mit 4 bis 5 Leuten über 12 Wochen treffen. Und da haben wir immer eine Agenda, die ist deshalb hier auch mal dargestellt. Wir haben immer einen Check-in. Wir sprechen dann über den Theorieteil. Im Normalfall solltet ihr euch das jetzt alle vorher durchgelesen haben, weil ihr seid jetzt informiert über die Theorie. Also das ist die Hausaufgabe von letzter Woche gewesen. Wer erinnert euch dran? Ja? Alle, die Hausaufgaben nicht gemacht haben, die haben ja dann immer im Circle, für das nächste Mal mache ich das dann halt. Ja? Ja, weil das ist immer ganz gut, dass man dann weiß, dass man das besser vorher macht. Ja, dann haben wir letztendlich immer eine Aufgabe im Circle, wo wir eine Kata tatsächlich bearbeiten. Und am Ende kommt der Checkout. Was habe ich bis zur nächsten Woche vor? Diesmal mache ich meine Hausaufgaben oder so. Das könnte ja dann schon mal ein Ziel fürs nächste Mal sein. Genau, und dann gibt es die Hausaufgaben jetzt. Wir haben tatsächlich als Check-in jetzt mal überlegt, dass wir euch bitten, sozusagen auf dem Concept Board hier unten unter Wer ist heute dabei? Wir haben einmal vor Ort in der Kaiserburg und einmal online aufgelistet. Das könnt ihr sozusagen nebenbei während der ganzen Session machen. Das müsst ihr jetzt nicht am Anfang komplett fertig kriegen. Der liebe Rainer hat uns da unten drunter sogar auch noch eine Deutschlandkarte gepinnt. Auf der Deutschlandkarte, ich werde gleich auch das Teilen wegmachen, dann könnt ihr euch auch besser bewegen. Jetzt ist das schwierig, wenn ich euch über den Bildschirm schiebe, dass ihr das macht. Ich zeige euch erstmal, wo wir sind und dann habt ihr gleich Zeit. Also ihr dürftet dann einen Pin nehmen und dürft den sozusagen da hinsetzen, wo ihr gerade seid. Und dann würden wir tatsächlich euch bitten, dass wir zuallererst als Check-in tatsächlich in diesen Bereich hier gehen. Haben wir es hier so einen größeren Check-in-Bereich aufgelistet. Und jetzt wird der Daniel mit euch den ersten Teil machen. Und das wäre toll, wenn wir das live machen. Den Rest-Check-in, also Kärtchen mit Hashtags, Vorstellung, Pin, als auch den Bereich, den wir gleich danach machen. Das dürft ihr gern auch nebenbei machen. Ich mache jetzt die Moderation aus. Ihr dürft euch jetzt frei auf dem Board bewegen. Also jetzt sieht Daniel aber nicht, was ich mache. Guten Morgen alle, die online sind. Guten Morgen alle, die hier seid. Ich bin Daniel Pryor. Ich bin hier, weil ich die große Möglichkeit habe, mit diesem richtig großartiges Team zu arbeiten. Wir haben alle zusammen einen neuen Leitfaden für die Lernos-Reihe gemacht, das gerade im Beta-Testing ist. Und ja, als Check-in wollten wir euch einfach 2 Fragen stellen. Und die 2 Fragen seht ihr, diese 2 Spektrum da. Ich sehe, dass ihr seid schon sehr flüssig drin und schon unterwegs seid. Ich bin neugierig, ob jemand schon irgendwas sieht, ne? Irgendeine tiefere Gedanken über dieses Spektrum. Seid ihr bequem auf der Arbeit, im Office oder remote? Was seht ihr hier? Ne? Zum Beispiel, die Wünsche sind anders als die Aktualität, sehe ich gerade. Ist das eine Überraschung für euch? Und gern auch die Online-Teilnehmern. Und bitte, wenn jemand nicht in diese Concept Board reinkommt, sofort melden. Alle gut? Nee. Nein, ich komme ins Concept Board. Okay. Manuela? Wir können dich nicht verstehen, Manuela. Manuela, kurz nicht in den Concept Board. Ich komme nicht rein. Kann mir vielleicht nochmal jemand den Link schicken oder die. Er ist im Slack. Chat gepostet. Okay, ich habe
da habe ich ihn gesucht. Okay, dann schaue ich nochmal. Ich habe ihn nicht den gefunden. Den hat die Gerti Kohlrus um 10:58 Uhr, weil ich ihn gerade nochmal reingepostet habe und Slack hat mir gesagt, der wurde gerade gepostet. Habe ich ihn wieder entfernt. Ich zeige es euch nochmal kurz. Ich habe es hier nochmal auf der Darstellung community.link/loscon22 oder zu scannen, wenn ihr mögt. Das wäre der Link, den wir nutzen. Ansonsten, wer schon drauf ist, kann auch anderen helfen. Da ist jeweils auch nochmal der Link nochmal aufgebaut. Also wir haben jetzt im Grunde das Check-in gemacht. Wir sehen also, okay, ne, wir haben Personen, die sagen wir, 20% im Homeoffice und 80% im Office arbeiten, bis hin zu 100% remote. Du hast wieder die Führung übernommen. Nee, ich habe das, glaube ich, nur gezeigt. Ja. Ja, ich zeige jetzt meinen Bildschirm. Da kannst du dich nicht bewegen. Das kann was anderes sein. Das mache ich sofort wieder weg. Und der Wunsch sieht tatsächlich ein bisschen mehr aus, als wenn wir mehr noch remote als heute arbeiten wollen. Ich würde euch jetzt als nächstes sozusagen gerne in den nächsten Bereich schalten. Das könnt ihr ausfüllen, während ich gleich in den Theoretiker übergehe. Ja. Also ich erzähle euch jetzt noch was für die, die die Hausaufgaben nicht so gemacht haben. die Idee ist, dass ihr hier auf diesem Bereich, dass ihr sozusagen euch wieder am besten gleichfarbige Pinsel nehmt und einfach mal euren Kenntnisstand einschätzt und sagt, Kommunikation, ja, da bin ich super, 10 oder kann ich eigentlich gar nicht, mach mal lieber in die Mitte des Kreises. Was Wissen teilen, wie sieht es mit gemeinsamen Dokumentenarbeiten aus, Retrospektive, Brainstorming, Beziehungsarbeit, Planen und Entscheidungen treffen. Das wäre so ein bisschen als Evaluation halt nutzen können. Und wir könnten das tatsächlich dann auch nachher nochmal nutzen, wenn wir uns in 13 Wochen, nachdem wir alle unseren Circle gemacht haben, wir nehmen jetzt erstmal an, ja, sage ich gleich noch was zu, dann tatsächlich da mal drauf gucken, ob sich das verändert hat. So, jetzt ist natürlich das Problem, dass ich jetzt weitergehe in meinem Bildschirm und nicht. Den nicht mehr teile, aber ihr wollt ja. Also ich gehe jetzt einfach mal in den Theorieteil rüber und erzähle euch nebenbei, wo ihr euren Kenntnisstand einschätzt, ein bisschen was uns bei uns Circle. Wir haben in 2020 tatsächlich auf einen Post von dem Leonid Wiesner hier in der Kochner Community reagiert, der hatte die Idee tatsächlich, irgendwie digitale Zusammenarbeit im Konzern so ähnlich wie Working Out Loud zu Encircle zu erlernen. Könnte man da nicht irgendwas machen? Und wir waren gerade da, wir haben uns dann ein Jahr lang in der Community getroffen über Guide- und Multiplikatoren-Netzwerke und eigentlich hatte so dieselbe Herausforderung und gesagt, eigentlich würde das doch perfekt zu unseren Aufgaben passen. Und dann haben wir gesagt, wollen wir nicht mal das Thema vorstellen und da mal gucken, ob wir da dran arbeiten möchten. Und tatsächlich ist da eben eine Arbeitsgruppe rausgekommen, wo wir jetzt eben, wie gesagt, seit Ende 2020 eben an diesen Leitfaden digitale Zusammenarbeit arbeiten. Manche Personen sind am Anfang dabei gewesen, andere sind später hinzugekommen. Also wir sind da halt auch ein Team von knapp 10 Personen, könnt ihr im Circle sehen, die halt unterschiedlich daran gearbeitet haben. Momentan haben wir so ein Kernteam von 6 Personen, wo wir uns regelmäßig treffen. Da sind häufig Sie, der Rainer ist online, Daniel, ich, weiß nicht, ob die Britta, die wollte auch, glaube ich, dabei sein, aber sich nicht. Genau. Also Britta, Fabienne, Steffi, wir sind sozusagen die momentan am Circle arbeiten. Die Idee ist es, und jetzt bitte ich euch dann einfach mal, wenn ihr soweit seid, dann in den Theorieteil rüber zu wechseln und zu gucken, da gibt es dann einmal so diese Roadmap, so eine Karte mit einem Weg. Wir wollen also wirklich tatsächlich das hier, diese digitale Zusammenarbeit in einem Circle mit 4 bis 5 Leuten lernt, da halt da sozusagen diese einzelnen Themen euch vornimmt. Und wir geben erstmal so im ersten Schritt tatsächlich vor, was eine mögliche Idee ist, halt da durchzugehen. Aber wer schon ein bisschen erfahrener ist, kann natürlich das auch anpassen und sagen, ich mache da andere Katas, wo wir erstmal in Woche 0 uns kennenlernen. Tatsächlich erstmal uns organisieren, dann halt den Einstieg in die digitale Zusammenarbeit starten und dann gucken, wie wollen wir tatsächlich im Circle
tatsächlich zusammenarbeiten und wollen dann da eben auch aufgrund unserer individuellen Standortbestimmung dann in Woche 2, soll ich doch mal teilen oder geht es so? Okay. Dann wollen wir in Woche 2 tatsächlich dann hinkommen, dass wir dann auch ein Collaboration Canvas erstellen, also sozusagen die Regeln für unsere Zusammenarbeit im Circle definieren. Und das ist auch was, was wir heute machen werden. Das ist was, was man dann eben direkt auch mit in seine tägliche Arbeit nehmen kann. In euer Teams, in eure Arbeitsgruppen, in eure Communities. Das sind eigentlich Dinge, die man da anwenden kann. Dann haben wir gesagt, wir müssen uns eigentlich erstmal um die Kommunikation kümmern. Wenn wir digital zusammenarbeiten, müssen wir erstmal wissen, was für Möglichkeiten zur Kommunikation haben wir tatsächlich. Wir werden in Woche 3, 5 dann eben auf verschiedene Aspekte eingehen, Tools für Kommunikation aussuchen. Welches ist das geeignete Tool? Wie kann ich das geeignete Tool tatsächlich auswählen? Wie finde ich das? Wann nutze ich was? Und wie erkenne ich sozusagen, was meine Tools mir auch an Möglichkeiten bieten? Und dann sind wir schon fast am Ende der ersten Hälfte. Da haben wir gesagt, muss man jetzt mal drauf gucken und muss mal sich die ersten Wochen mal zurückbesinnen und sagen, müssen wir irgendwas ändern? Was können wir verbessern? Und sind da auch schon beim Lernfeld Retrospektive tatsächlich. Wir machen also Boxenstopp in Woche 6 und gucken da, was können wir für uns als Circle tatsächlich eben auch anpassen. Ja, und dann natürlich die Retrospektive mit in unserer täglichen Arbeit. Ab Woche 7 gehen wir dann wieder auf das gemeinsame Arbeiten, schauen dann halt, wie wir gemeinsam an Dokumenten arbeiten, wirklich halt da auch dieses asynchrone und synchrone Arbeiten wirklich an Dokumenten uns anschauen, kommen dann in die Meetings, also sowas, was wir jetzt hier machen, natürlich Hybrid ist schon der besondere Faktor, glaube ich, aber erstmal anfangen, wie kann ich denn tatsächlich digital, digital Zusammenarbeit geht, also hauptsächlich um digitale Meetings, da eben auch nochmal anders gestalten und werden dann so zum Ende auf Wochen 9 bis 11 tatsächlich auf die Themen Wissen teilen gehen und da geht es dann um halt Aspekte wie nehmen, sichtbar werden und dann eben auch selbst Inhalte weitergeben. Und in Woche 12 machen wir natürlich da ein Sprint Review, da haben wir nochmal die Möglichkeit, nochmal zu gucken, wie ist das denn gelaufen und wie war meine Lernreise und wie soll ich weitermachen. Wir wollen heute ein bisschen auf die Zeit gucken. Was sagt die Zeit? 15, das geht noch ganz gut. Wir wollen heute mal so ein bisschen halt das live ausprobieren und deshalb nehme ich euch jetzt einfach mal mit in Woche 2. Und jetzt mache ich doch wieder eine Live-Moderation, dass ihr hier mal ankommt. Und hier habe ich euch mal die Beispielagenda für Woche 2 aus dem Circle rein kopiert. Das heißt, so ungefähr sind unsere Wochen abgebildet. Wir fangen immer mit dem Check-in an. Was habe ich jetzt gemacht in der letzten Woche? Wir haben da immer das Hauptthema, das heißt, wir haben in der Hausaufgabe, sie steht ganz unten, hat immer das Thema der nächsten Woche, was wir vorbereiten und werden uns dann halt sozusagen mit dem aktuellen Wochenthema beschäftigen. Da ist immer eine Kata drin, die wir erarbeiten und werden dann am Ende tatsächlich in einem Checkout überlegen, was mache ich bis zur nächsten Woche. Die Kata ist verlinkt. Wenn wir weiter nach rechts gehen, sehen wir da halt auch das Beispiel der Kata 2 für Woche 2. Da ist unser Collaboration Canvas drin. Und das ist dann etwas, was wir euch anbieten, als Möglichkeiten halt, wie kann man eben mit dem Thema der Woche auch umgehen. Kann ich da eben dann erstmal in meinem geschützten Bereich, in meinem Peer Circle halt erlernen, um es dann vielleicht eben in mein Team, in größere Gruppen tatsächlich weiterzubringen. Und ihr seht, wir haben jetzt hier diesen Collaboration Canvas tatsächlich eben mit drin. Wir bieten euch ein paar Vorlagen. Wir haben eine PowerPoint, wo eben dann diese Vorlagen drin sind, die ihr auch nutzen dürft. Wir haben da einen tollen Sketchnoter, der uns die auch zusammengeschrieben hat, der Tobias Grebe, dass wir dafür auch schön bedanken uns ganz, ganz toll da, weil das macht den Guide irgendwie viel toller, wenn da auch schöne Grafiken drin sind. Und das ist dann wirklich was, was wir live auf dem Circle machen. Uns austauschen über das, was wir getan haben und immer, so wie man es von Working Out Loud kennt, gibt es unten im Bereich, wenn du etwas mehr machen willst, dann kannst du eben auch noch hier einsteigen, weil wir ja auch verschiedene Leistungsstufen einfach mit drin haben. Wir sagen, vielleicht manche haben sich in dem Thema Kommunikation schon intensiv mit beschäftigt, andere noch weniger. Irgendwer hat jetzt gerade meinen Guide rausgeschmissen. Ich habe es aber vorher sicherheitskopiert. Ich werde es am Ende der Session wieder reinnehmen. Also alles, was ihr kaputt macht, mache ich wieder rein. Das ist kein Problem. Übrigens auch sowas mit digitaler Zusammenarbeit.
was man erlernen kann, sein. Ich mache immer eine Kopie von einem digitalen Whiteboard, bevor ich in die Session gehe. Man weiß nie, was kommt. Zusammengefasst, 12 Wochen mit 4 bis 5 Personen, 12+1, weil wir haben immer die Woche 0 vorweg geschaltet. Wir haben die Cutter drin mit der wöchentlichen Übung. Wir haben euch Vorlagen zur Verfügung gestellt, die wir anbieten. Ne? Es gibt sicherlich auch mal alternative Vorlagen, die man nutzen kann. Und die Idee ist tatsächlich, dass ihr diesen Leitfaden, so wie er ist, in einem übergreifenden Zirkel durchgehen könnt, dass ihr ihn aber auch in eurem Unternehmen an eure Tools, an eure Methoden, an eure Umgebung einfach anpassen könnt. Und das ist das, wo wir natürlich auch von euch noch Feedback brauchen und sagen, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht nicht und was können wir halt am Zirkel noch optimieren. Und dann hinzukommen, ne, haben gesagt, also wir haben jetzt die ersten 4, diese orangenen Felder, die haben wir bereits in den 12 Wochen drin. Die grauen werden wir uns jetzt mit beschäftigen, dass wir dann die anderen 4 Themen haben. Also das gibt nochmal 12 Wochen vielleicht, dass wir irgendwann dann zum Live noch, also das ist dann der Circle, mit dem wir nicht mehr aufhören brauchen. Nein. Hat halt Querverbindung natürlich viele andere Leitfäden aus Leitfäden, wo man auch weiter. Jetzt habe ich ganz viel geschwätzt. Bis dahin irgendwelche Fragen, Ideen, Anmerkungen? Ich würde nur kurz sagen, Daniel hier auf der anderen Seite der Tisch, das von dem Chat, wir haben ein paar Fragen beantwortet, wo findet man diese Leitfaden? Ich würde sagen, es ist noch nicht offiziell veröffentlicht geworden, weil es noch nicht durch Beta-Testing ist und wir werden ein bisschen mehr darüber heute reden. Wir würden euch sehr freuen, wenn ihr als Einzelpersonen das Haupt-Beta testen wollten und wir freuen uns richtig sehr auf euer Feedback. So, nur zu sagen, fertig, alle Seiten sind da, man kann es als PDF oder Word-Doc haben, noch nicht inoffiziell LernOS-Veröffentlichung ist es aber. Und den Link haben wir ein paar, man kann den einen Link ein paar Wege finden. Danke, Rainer, dass du das auch in den Chat geteilt hast oder zumindest gesagt, wo man das finden kann. Danke an die Gruppe. Sabrina, die hat schon beantwortet, bevor ich, da war ich gerade am Schreiben, da war schon die Antwort da. Brauche ich mir gar nicht mehr den Chat kümmern, wenn es so selbstorganisiert läuft. Ja, danke alle, die auf dem Chat helfen. Irgendeine andere Fragen zu dieser Theorie und eigentlich diese Infodump, das wir euch gerade gegeben haben? Wir haben. Ja. Habt ihr für jede Woche auch schon so einen konkreten Plan, also für den Ablauf schon, so wie bei Woche 2 jetzt? Stehen die schon fest? Ja, tatsächlich haben wir alle 12 Wochen fertig, dass ihr da, gut, es ist immer, wir haben grundsätzlich gesagt, man kann den Guide so machen, dass er, dass du für jede Woche auch auswählen kannst, mit meinem Team A in dem Bereich Wissen teilen, da kenne ich schon gut aus, ich mache hier was anderes. Ne? Dass wir im Grunde genommen auch machen, wir werden jetzt die grauen Bereiche weiterarbeiten, dass wir jetzt ein paar mehr Cutters tatsächlich auch anbieten, dass du dich also sozusagen auch anpassen kannst. Aber wir haben gesagt, für unseren MVP-Circle, den wir jetzt hier haben, müssen wir eine sinnvolle Struktur vorgeben. Wenn man sich überlegt, und tatsächlich, das war eine Diskussion, die waren nicht ganz einfach, weil wir halt sehr viel Inhalt und ich habe gesagt, was ist denn die optimale Reihenfolge für jemanden jetzt auch, der oder die nicht so super viel Erfahrung hat? Dass er das wirklich im Unternehmen auch mit neuen Leuten, mit Leuten, die eben keine Erfahrung digital Zusammenarbeit haben, wie kann man da anfangen? Also gesagt, wir müssen wirklich erstmal für uns damit auskommen und wir müssen dann tatsächlich erstmal über die Kommunikation gehen und können dann halt langsam sozusagen an unseren Kompetenzen arbeiten, die weiterzubringen. Das, als Beispiel dafür, ich habe den Teil Wissen teilen bearbeitet und das ist ein Bereich, den ich natürlich als Wissensmanager ganz wichtig sehe und das ist die Grundlage für die ganze digitale Zusammenarbeit. Aber ich habe mich davon überzeugen lassen, dass es mehr Sinn macht, das ganz ans Ende zu stellen, weil erstmal die Grundlagen, Fundamente, Kommunikation, wir arbeiten hier in Dokumenten zusammen, erstmal gesetzt sein müssen, bevor man dann auch an die
ja, an die Kür rangehen kann sozusagen. Erst die Pflicht an die Kür oder Grundlagen und dann Weiterentwicklung. Und wer sagt, ich kann die Grundlagen schon oder ich bin da weiter oder habe einen besonderen Bedarf, kann natürlich auch die Reihenfolge der Blöcke umstellen. Aber wer keinen besonderen Plan hat oder besondere Herausforderungen, kann sich natürlich an den Vorschlag von uns dann halten und wird dann super da durchkommen. Katrin hat sich gemeldet online. Ja, hallo, danke schön. Ey, erstmal mega danke für euren Riesenwurf, den ihr da gemacht habt. Ich bin total happy gerade, weil wir bereiten gerade unseren M365-Rollout vor und haben uns genau nicht überlegt, wie können wir so eine Lernreise machen bei der Einführung, was sind so die Top-Use-Cases, die man so können sollte. Das ist eins zu eins, das was ihr heute in eurem Leitfaden habt. Da ist echt mega, total cool. Also, sagt drückt die Daumen. Wenn es mit dem Rollout klappt, haben wir hoffentlich eine große, große Testgruppe für euch. Frage, die mich ganz ein bisschen umtreibt, wir haben so noch eine zweite Baustelle, das ist gerade dabei, so Prinzipien der Zusammenarbeit allgemein, so in der hybriden Welt, was ist uns wichtig, das gerade so dieses Thema Meetings, extrem, extrem relevant, wenn wir gesagt haben, also vor wir die passenden Tools haben, das sind Dinge, die können wir jetzt schon tun. Frage an euch, da hänge ich gerade so ein bisschen, warte ich jetzt auf die passenden Tools, um den Leitfaden so ein bisschen zu verproben, die wir größtenteils noch nicht haben außerhalb der Pilotgruppe? Oder sagt ihr, es ist so konstruiert aus eurer Erfahrung relativ toolunabhängig, das heißt, wir könnten es einfach auch für das allgemeine Thema Zusammenarbeit im virtuellen Raum vorher schon nutzen und später dann die passenden Tools hinterher schieben. Also da hänge ich gerade so ein bisschen. Am liebsten würde ich gleich loslegen und es bremst mich gerade so. Also eure Meinung, habt ihr darüber diskutiert? Was ist da so ein Best-Practice-Tipp für euch? Also grundsätzlich haben wir den Leitfaden. Ich habe aufs falsche Bild von dir geschaut und du warst da noch stumm, darum habe ich das Reden angefangen, Ritu Magnus. Also grundsätzlich haben wir den Leitfaden toolunabhängig definiert. Das heißt, es soll jeder mit seinen Tools in seinem Unternehmen nutzen können. Ja? Und das können durchaus unterschiedliche sein. Tatsächlich, unsere Gruppe war meist aus dem Microsoft 365-Umfeld, sodass uns sicherlich da auch noch ein bisschen Input aus Unternehmen fehlt, die sagen, ich nutze ganz andere Tools. Du kannst mit den meisten Dingen tatsächlich anfangen, ohne Tools zu haben. Aber natürlich Woche Videokonferenz, aber gut, da gibt es ja sicher bei euch auch schon Möglichkeiten, wo ihr sagt, ne, haben wir nicht offiziell eingeführt, aber irgendwie machen wir die ja, ob ich denn nun Zoom oder WebEx oder Teams nutze. Aber letztendlich unsere digitale Zusammenarbeit ist nie toolabhängig. Mhm. Aber wir erzählen in, ich glaube, Woche 3, 4, lerne deine Tools kennen. Mhm. Also du musst kennen, was deine Tools können. Und hier noch zur Ergänzung nachschieben, also I feel you, ich kann das so nachvollziehen, weil gerade das Thema Mindset, wie gehe ich ran, das ist so wichtig, da kann man gar nicht früh genug damit anfangen. Also das spricht dafür, gleich loszulegen. Allerdings, wie der Markus auch gesagt hat, man lernt ja, es ist ja keine Schulung für die Tools, aber man lernt sie zu nutzen on the way, auf der Lernreise. Und da mit was anderes anzufangen und dann die Chance, die Tools nicht zu machen. Man kann natürlich einen zweiten Circle anschließen und es dann nochmal machen. Mhm. Oder vielleicht sich Elemente rauspicken und sagen, daraus mache ich jetzt mal einen, von mir aus einen Standalone-Workshop zum Thema Mindset. Oder wir gehen so ein Kurzthema Wissen teilen durch und machen den vollen Circle später. Also macht mit dem Zeug. Wir haben jetzt noch wir haben jetzt noch eine Meldung, die hier im Raum, wir wollen ein bisschen weiterkommen. Wartest du so lange, glaube ich. Zu leise für uns. Wir hören hier nichts. Jetzt sind die Würfel besser. Hat man mich jetzt? Nee, nicht so. Könnte besser sein, irgendwie. Also es hört sich so an, als ob es über einen PC geht und nicht über das Mikro. Wir könnten umstellen auf den Konferenzlautsprecher. Versuch mal, versprich mal weiter. Also meine Frage richtet sich eigentlich zu
Zusammensetzung der Circle-Gruppen. Und zwar ist ja schon, das sieht für mich an eher so ein klassischer individueller Lernpart auch, aber ich würde sagen, es bietet sich auch an, das im Team anzuwenden. Also, das ist besser, wenn ich das in der Hintergrundgruppe mache, wie ja bei vielen dieser Circle-Paaren, oder ist es auch durchaus sinnvoll, man weiß ja auch, wo die Zusammenarbeit geht, das innerhalb eines Teams einzusetzen. Wie würdet ihr das einschätzen? Oder wie ist es jetzt auch gedacht? Beides. Eine Bitte, kannst du die Frage vielleicht auch nochmal in Chat posten, dann können wir es da dann auch nochmal schriftlich beantworten, weil ich glaube, dass die meisten hier online es nur ganz schlecht verstanden haben. Ja. Ist schon drin. Es tut mir echt leid, irgendwie gehen die Mikros gerade kaputt. Wir arbeiten dran. Aber dich versteht man zum Beispiel sehr gut. Wir haben gar nichts angefasst, aber irgendwie geht es gerade nicht. Was ich sagen kann, ist, dass eigentlich sollte dieser Leitfaden beide Wege gehen. Ne? Und hoffentlich, ich würde es persönlich empfehlen, eine kleine Arbeitsgruppe zusammenzumachen. Aber wenn ein Team 8 Leute ist und ein Circle nur am besten 3 bis 5 Leute ist, haben wir auch ein ähnliches Problem. So, ich stelle es sehr leicht vor, ein vorgeprägtes Team zu benutzen, weil dann arbeiten sie theoretisch an, was sie auch praktisch machen können. Aber es geht in beide Richtungen. Ne? Und was wir auch jetzt machen wollen, ist diese Beta-Test mit einzelnen. Und so, wir wissen eigentlich noch nicht, wie gut es sein könnte mit einem Superspiel. Ich habe vielleicht doch noch eine Ergänzung. Also wir gehen eigentlich immer hin und sagen, lernt diese neuen Dinge erstmal im geschützten Raum, im Circle, und tragt es dann in euer Team weiter. Also das haben wir halt versucht, eigentlich bei den meisten Dingen halt so mit aufzunehmen, zu sagen, du kannst es erstmal im Circle anwenden, dass du erstmal im Circle wirklich prüfst, was geht. Und dann sagst, jetzt weiß ich, wie es geht und kann es dann halt in meinem Team nutzen. Ich glaube, dass wenn der Circle jetzt durchaus eben das Team ist, ist das okay. Ja? Aber das so ist schon, glaube ich, ein ganz guter Weg. Dann würde ich euch sonst einfach jetzt im Concept Board wieder ein Stück weiter tragen. Ich würde sagen, wir wollen mal hier Richtung Cutter gehen. Da hatte ich auch den Fragenteil schon mal rechts also da dürft ihr gerne auch noch weitere Fragen aufsammeln, die wir vielleicht dann nicht mehr schaffen, live zu beantworten. Dann würden wir da auch nochmal drauf eingehen. Jetzt mal, wie sieht so eine Übung aus? Also wir haben hier letztendlich ein Canvas. Ich habe das auch aus unserem PowerPoint Vorlagenbereich auch mal jetzt hier in das Concept Board geholt. Ich nutze es tatsächlich auch schon in Projekten, dass wir sagen, ich nutze es auch auf meinem Concept Board mit Kundenprojekten. Bitte? Und wir haben selber als Gruppe diese Concept Board. Und deshalb habe ich jetzt gesagt, wir nutzen jetzt das einfach hier auch einfach mal so. Wir tun jetzt so, als wenn wir tatsächlich jetzt uns die nächsten 12 Wochen weiter im Circle treffen und gucken dann eben, was wollen unsere Regeln der Zusammenarbeit sein. Die haben wir, wie ihr seht, jetzt einfach ein bisschen aufgeteilt. Zuallererst müssen wir uns mal richtig Gedanken machen, ja, wer sind wir eigentlich und warum sollten wir miteinander zusammenarbeiten? Deshalb haben wir unten halt das Team in der Mitte und dann unter dem Purpose. Also wir müssen immer erstmal sagen, was ist eigentlich das Ziel unserer Gruppe? Wir sagen jetzt erstmal, wir nehmen mal faktisch an, wir treffen uns jetzt also über, wollen halt Circles binden, wollen uns über die nächsten 12 Wochen tatsächlich uns ein bisschen unterstützen, gegenseitig Feedback sammeln. Und wir freuen uns echt super, wenn ihr mitmachen würdet. Falls nicht, tut ihr jetzt einfach mal so. Und dann haben wir diese Bereiche, Interaktion. Wie wollen wir uns zusammentreffen? Also, was stellt ihr euch vor? Macht es Sinn, dass wir uns jede Woche hier in Nürnberg, hier in der Kaiserburg treffen? Wäre schon cool von der Location, aber wäre mir die Anreise, wären wir jetzt ein bisschen weit vielleicht. Also ich würde eine Videokonferenz vorschlagen. Was ist unser Tool?
Teams. Teams. Jetzt stellen wir schon fest, in der großen Gruppe ist es schwieriger. Deswegen üben wir das im Circle. Mit 3 bis 4 bis 5 Leuten kann man sich vielleicht einigen, noch eher auf ein Tool einigen. Im Unternehmen selbst ist es wahrscheinlich eben auch so, dass das Tool meist besetzt ist. Ja. Aber nicht alle Tools, die wir jetzt hier ansprechen, sind besetzt. Also wir sagen erstmal, wir treffen uns wöchentlich im Circle mittwochs um 10 Uhr oder so. Und dann schreiben wir es auch da rein. Oder ich mache einen B-Weekly und sage, wir treffen uns wirklich halt nur alle 2 Wochen Mittwoch. Oder ich habe irgendeine Community, die trifft sich nur einmal im Monat. Erster Mittwoch im Monat. Immer 18 Uhr. Das ist ja für die unterschiedlichen Communities durchaus oder Gruppen durchaus unterschiedliche Termine. Und dann wollen wir uns ganz viele E-Mails zuschicken, richtig? Also wenn ich jetzt so Dokumente habe, dann schicke ich euch das per E-Mail rum. Wenn ihr Änderungen habt, schickt ihr dann wieder welche an alle. Richtig? Das, genau. RDDAWAW, neueste Version, Version 17a. Ich glaube, du hast Klaus vergessen. Feine. Nicht zu vergessen, die Version final. Final, final. Also wäre doch besser, wir würden unsere Dokumente irgendwo auf einer gemeinsamen Dokumentenbibliothek ablegen. Ja? Dann müssen wir uns natürlich festlegen, wo soll das sein. Wenn ich jetzt, ich bin natürlich der Microsoft-Mensch, wenn ich jetzt Teams als Videokonferenz nutze, dann habe ich meist auch ein Team angelegt, wo wir uns organisieren und dann hätten wir da, würden wir da unsere Dokumente austauschen. Und dann schreibe ich einen Chat im Teams und schreibe da dann halt rein, wenn ich ein Dokument reinlege, hier ist das Dokument, an dem wir arbeiten, damit auch alle das finden. Ja? Machen wir das so? Und da wird es ein Circle treffen, also Aktionen, was sind so Aktionen? Müssten, also wenn wir alle so Hausaufgaben nicht machen, dann wird das nichts, richtig? Ja. Hausaufgaben werden überschrieben. Ja. Also ich mag dieses Blended Learning Konzept. Das hast du in der Schule immer gesagt, da musst du hin. Und, also wenn wir diese Inhalte uns vorher angucken und dann, wenn wir uns live, also so synchron treffen, dann könnten wir diese Zeit, diese synchrone Zeit auch wirklich so intensiv nutzen. So mit Austauschen, mit Reden miteinander. Ganz kurze Anmerkung dazu. Ich habe plötzlich mit Kolleginnen, das waren tatsächlich nur Kolleginnen, auch so einen LernOS-Pfad durchlaufen und wir haben uns dann angewöhnt, dass immer derjenige, der Moderator in der kommenden Woche war, so ungefähr nach der Halbzeit nochmal eine E-Mail mit den Hausaufgaben, eigentlich eine E-Mail, sondern in dem Messenger, den wir uns gewählt hatten, tatsächlich rausgeschickt hat. Dass man nochmal einen Überblick hat und gleichzeitig eine Erinnerung. Ach stimmt, der ist ja bald schon wieder schon so weit. Ne? Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Coole Idee, ja. Genauso kann es nützlich sein, dass man sagt, wenn nur 2 Leute fehlen, dann machen wir die Session trotzdem, aber machen eine Aufzeichnung beispielsweise. Ja. Das ist ganz nützlich, solche Regeln sich vorher zu überlegen. Observe and Adapt, ganz klar. Und was wir immer gemacht haben, ist tatsächlich infinit einzuladen. Das heißt, wenn mal was ausfällt, dass man kein Problem hatte, die 13. Woche auch noch zu haben, weil ansonsten die Terminkalender wieder voll gehen. Oder zumindest auf 18 Wochen oder wie auch immer. Dann hat man höhere Flexibilität. Aber auch das ist gut, wenn man das vorher vereinbart. Und das Stichwort Vereinbarung, dieser Canvas ist ja nicht nur eine Sammlung, so Stoffsammlung, dass man alles beisammen hat, sondern das ist ja wirklich ein Commitment, das ist ja ein Vertrag, den die Gruppe für sich eingeht. Und so wollen wir gemeinsam arbeiten, was man auch unabhängig von diesem Circle auch in allen anderen Teams ganz gut reinschieben kann. Aber ich schweife schon wieder ab. Magnus. Ja. Genau, und natürlich ist es auch nichts Festes. Ne? Wie du gerade schon gesagt hast, Observe and Adapt, letztendlich haben wir es auch in unserem Team jetzt gesagt, wir sagen, wir haben Regeln und wir gucken jetzt nochmal drauf, dafür machen wir unsere Retrospektive, dafür gucken wir nochmal zwischen uns an. Wenn wir feststellen, wir müssen was in unserer Zusammenarbeit verändern, ja, dann schreiben wir die neue Regel dann auch mit hier rein. Ne? Wir sind verantwortlich, dass wir uns zwischen den Treffen auch nochmal informieren, dass wir nochmal in Teams reingucken und nicht nur
Ah ja, das habe ich jetzt gar nicht gelesen, dass du da vorgestern schon was geschrieben hast, dass wir die Hausaufgaben nochmal machen sollten. Oder so, ne? Also, wenn wir das vorher da reinschreiben, ne? Oder hier auch, ich nutze jetzt Concept Board hier, das ist jetzt keine Regel, die im Leistung drin steht, wir werden das gemeinsame Concept Board für die Dokumentation zwischen den Treffen nutzen. Das nutze ich tatsächlich jetzt auch im Kundengespräch. Ich packe da alle Informationen auf und deshalb, alternativ können wir sagen, alle Informationen stehen im OneNote oder im wo auch immer. Aber wenn es vorher festlegt, ab es einfach. Und das ist einfach mal unsere Idee für die heutige Charta. Und jetzt geht es ja auch schon Richtung Ende. Deshalb würde ich es vielleicht jetzt auch hier belassen. Wenn wir nicht, haben wir noch im Chat? Nee. Online keine. Also wenn ihr noch Ideen habt, wie wir uns um Canvas anpassen, sagt euch. Und dann legen wir den jetzt offiziell irgendwo ab, dass wir da immer drauf gucken können und wissen dann, wie wir in den nächsten 12 Wochen zusammenarbeiten. Und so in der Art haben wir das uns tatsächlich, also wir haben immer versucht, dass wir nicht nur Theorie und wir sprechen über Theorie, sondern wir haben versucht, immer dann halt wirklich eine Aktion in diese Woche reinzulegen, dass wir diese synchrone Zeit nutzen, weil den Rest können wir asynchron machen. Das ist so die Idee hinter digital Zusammenarbeit. Vielleicht würden wir uns nicht nur in den Sessions austauschen, sondern auch einen Kanal öffnen, wo wir uns einfach auch nebenbei austauschen können, wenn jemand Fragen zu bestimmten Themen hat, wo man sich einfach gegenseitig unterstützen kann. Das fände ich eigentlich noch ganz gut. Ganz klares Ja, und das ist ja auch ein Teil der digitalen Zusammenarbeit, zu lernen, dass es nicht jedes Meeting braucht, sondern viel auch durch asynchrone Abstimmung. Einer macht einen Vorschlag, 10 Like, eine Frage, die wird gleich im Chat geklärt, und man muss kein betreutes PowerPoint vorlesen machen in Meetings, sondern man kann das vielleicht auch asynchron klären. Nimm dir auf die Würfel. Also ich fand, dass die Session ein gutes Beispiel dafür war, wenn man nicht gut vorbereitet in die Session geht, dass man mehr mit dem Inhalt kämpft, als wenn man gut vorbereitet ist. Also damit das Thema Hausaufgaben in den Sessions und klar formulierte Aufgaben, damit jeder produktiv in der Session ist. Also das habe ich jetzt an dieser Session bei mir selber festgestellt, ja, dass das ein Minderungsgrund war. Also daher positiv formuliert, immer die Vorbereitung klar formulieren und korrekt, damit die Session produktiver ist. Dann sind wir jetzt ja, dass wir 11:40 Uhr haben, wir haben noch 5 Minuten. Ich würde jetzt einfach mal in die Runde fragen, wir sind jetzt Richtung Checkout. Ich schiebe euch mal wieder an, ich nehme mal die Live-Moderation und gucke mal kurz, was ihr links geschrieben habt. Das wäre ja auch nochmal ganz interessant. Vielleicht teilen wir das auch nochmal in einmal Bildschirm teilen, 3, 2, 1. Also vielen, vielen Dank, dass ihr live während der Session tatsächlich eure Kärtchen hier abgelegt habt, damit wir sehen, wer da ist. Total toll für die ganze Aktion in der Session. Ihr könnt noch ein paar Kärtchen setzen, oder vielleicht liegen die unterhalb der Karte mittlerweile, weil da war vorher mal eine. Genau. Toll, dass ihr auf dem Concept Board gearbeitet habt, dass ihr hier auch, dass wir jetzt hier sehen können, wie die aktuelle Situation aussieht. Ihr seht auch sehr, sehr durchmixt tatsächlich der Kenntnisstand in den einzelnen Wochen, und das wird euch im Circle auch passieren. Ihr werdet mal Expertinnen für Thema A haben und einmal Experten für Thema B. Und dann könnt ihr euch gegenseitig unterstützen und austauschen. Und so ist unser Circle ja auch, unser Leitfaden entstanden. Wir merken natürlich auch nicht alle, das wird uns in allen Bereichen auskennen, aber wir haben einfach, das werdet ihr beim Lesen natürlich feststellen, manches Kapitel liest sich anders als das andere, weil wir einfach andere Experten drin hatten, Expertinnen, die geschrieben haben. Und ich würde jetzt ganz zum Ende hinkommen, auch gleich sofort, dass wir nochmal hören, wer von euch hätte denn Interesse, tatsächlich jetzt an einem Circle teilzunehmen. Nehmt mal hier die Hände und im Chat, und ich gebe mal an dich weiter, dass du gleich deine Frage noch stellen kannst. Ich hatte noch die Frage, weil ich gerade gesehen habe, dass dieses Sketchnote mit diesem sehr schönen Diagnosetool, dass ihr den nicht mit OER gekennzeichnet habt. Ist das Absicht? Darf man es nicht nutzen? Oder ist das noch nicht... Welches Sketchnote meinst du? Von dem Tobias Grebe, da steht kein CC BY oder so bei, dass man nicht weiß, ob man es teilen darf. Ja, also tatsächlich sollten alle Sketchnote...
Es sollten alle Sketchnotes tatsächlich CC-BY sein. Das kann sein, dass ich jetzt hier auf dem Concept Board nicht überall die Version mit einem Logo erwischt habe. Meistens, weil das Logo dann nochmal auf dem Guide reingeschoben. Wir sind ja noch nicht auf der Produktionspipeline von Simon. Das steht uns noch bevor und dazu müssen dann alle Bilder dann tatsächlich dann auch entsprechend voraufbereitet sein. Wir haben dann eine PDF-Version, eine Word-Version, die ihr anpassen könnt, mit der man anfangen könnte. Eine Frage online. Von den Katrin? Du hast dich gemeldet? Jetzt habe ich auch mein Mikro an. Also über digitale Kompetenz. Ich habe total Lust mitzumachen und wir haben gerade einen total guten Use Case, nämlich sind wir gerade dabei, neue Teams-Coaches onzuboarden. Das heißt, wir haben so ein Teams-Coach-Team, die den Rollout vorbereiten und haben jetzt ein paar neue Kolleginnen und Kollegen, die wir jetzt irgendwie ongeboardet bekommen müssen. Und mit denen könnte ich mir total gut vorstellen, so den Mix aus erfahrenen Teams-Coaches und neuen Teams-Coaches genau den mal zu verproben, wenn es euch auch weiterhelfen würde. Wir haben nächste Woche am Mittwoch, am 13.07. einen großen Termin, auch im Barcamp-Format und ich würde das Thema einfach gerne mit einbringen, wenn ich darf. Und dann direkt gucken, wenn wir intern einen Zirkel zusammenbekommen, gerne es intern machen. Wenn nicht zusammen geht, mich gerne bei eurem offenen Zirkel anklinken oder beziehungsweise auch mal ein paar Kollegen, wenn die Lust haben, mit unternehmensübergreifend mal drauf zu gucken, gerne ein paar Leute einfach zu euch rüberschubsen für einen offenen Zirkel. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Wir würden uns freuen. Also einer der Piloten. Auf dem Board nochmal auf diese Bereiche. Ich will einen Circle machen oder Leitfaden für mein Unternehmen anpassen. Tragt da einfach mal eure Namen ein. Wir haben ja links eure Kontaktdaten. Dann würden wir euch da gern mitnehmen. Wir würden uns zudem ein bisschen über Feedback wünschen. Was habe ich bei Checkout haben geschrieben? Leitfaden würde mir nutzen und Leitfaden würde meinen Kollegen im Unternehmen nutzen, dass er das ein bisschen einschätzt. Und ganz rechts findet ihr auch nochmal zu der heutigen Session so eine Feedback-Methode. Nehmen wir übrigens in Weltwoche 6 Retrospektive auch teil. Das heißt, auch da halt etwas, was aus dem Circle kommt. Was hat euch gefehlt? Was hat euch gefallen? Was habt ihr heute gelernt? Was habt ihr vielleicht gedacht, was man besser, schlechter, anders machen kann? Was sind euch für Gedanken gekommen? Und dann stehen wir einfach noch für den Rest und für Fragen zur Verfügung. Wir danken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit in der Session und freuen uns auf ganz viele, die Circle machen werden. Und ich möchte auch noch einen Dank an die Gerti aussprechen, die im Board, im Chat auch fleißig mit dokumentiert hat. Vielen Dank dafür.